Hallo, servus bei Monaco Deluxe. Schön, dass du wieder draufgeklickt hast. Ich bin heute aller 50 Shades of Grey unterwegs auf der Candlelicious Party in Regensburg. Und was es so geboten ist, da schauen wir uns mal an. Genauso gucken wir uns um, wen wir alles so vor die Kamera kriegen. Neben mir, das ist der Sammy, der Veranstalter. Den habe ich jetzt erstmal ein paar 50 Shades of Grey Hiebe verpasst. Aber nur zur Belohnung, denn die Candlelicious ist der Hammer. Wie schaffst du das immer als Veranstalter in Regensburg, so viele Leute zu mobilisieren? Ich habe ein gutes Team, das alles macht und das wirklich wahnsinnig hinbekommt. Also Wahnsinn, ich bin echt stolz auf den. Sag mal, wie viele Candlelicious ist das jetzt? Das ist schon die 7. Candlelicious und wirklich wahnsinnig stolz drauf. Aber heute ist ja ganz ein spezieller Tag. Du hast da heute ein geiles Motto ausgesucht. Cirque du Carnaval, also wirklich faschingsmäßig, super toll. Die sind alle verkleidet zum größten Teil. Aber wir haben wirklich viel Spaß hier. Ich würde sagen, wir gehen mal eine kleine Runde und schauen uns hier um. Bettina! Mit etwas an! Bettina! Pack deinen Arsch hier aus! Bettina, zieh dir bitte etwas an! Du, Loki, sag mal, warum soll man so Candlelicious nach Regensburg kommen? Also Punkt 1, ich bin heute die Luciferella, wie man vielleicht... Oh mein Gott, Entschuldigung. Es kommt von Lucifer. Warum man so Candlelicious kommen soll? Ja. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht, aber ich glaube, es spricht für sich, oder? Ja, okay. Ich sag, die Stimmung ist so mittelmäßig, oder? Naja, mehr als mittelmäßig. Die Musik ist auch so ein bisschen gut. Ja, vielleicht ein bisschen mehr als gut. Weiß auch nicht. Ja, dann suchen wir mal, warum wir herkommen sollen. Keine Ahnung, ich will noch nicht nach Hause gehen. Du vielleicht? Nein, noch nicht. Wir schauen uns um. Dann geben wir Gas. Pack deine Brüste ein. Und ein großes Buh an alle, die daheim geblieben sind. Sag mal, warum kommt ein Münchner YouTuber auf eine Party nach Regensburg? Weil die Leute geil sind. Okay. Die Musik geil ist. Und die Party geil ist. Ja, das ist wohl wahr. Candlelicious bist du heute. Wie viele Outfits hast du dabei? Heute mindestens 5. Oh mein Gott! Weil ich bin sehr viel unterwegs und ich bin immer vorbereitet. Ich habe mindestens 5. Mal schauen, die Nacht ist noch lange. Okay. Warum bist du heute zu Candlelicious gekommen? Das ist mein dritter Mal hier, die Candlelicious. Und ich finde die Party so toll. Die Menschen hier sind so lieb und so nett. Ich musste Karneval mit den Menschen hier in Regensburg wieder feiern. Und ich freue mich, hier zu sein. Das glaube ich dir auf jeden Fall. Jetzt sag mal, wie performst du eigentlich? Wie bereitest du dich auf so einen Abend wie heute vor? Essen. Viel Essen.
Man sieht doch in meiner Figur, dass ich spiele. Ich finde die Figur ist top. Bitte. Nein, also ich genieße, ich liebe meinen Job. Und allein wenn man so tolle Feedback bekommt von den Menschen, ich muss mich nicht so viel vorbereiten. Es ist einfach nur schminken, viel trinken, viel Wasser trinken, ist ganz wichtig. Und Spaß haben, das ist meine Vorbereitung. Like me, please, like me. Wir liken sie alle. Wo treffe ich den Chris? In der VIP-Lounge bei jede Menge Champagner, war ja klar, oder? Ja, wo sonst, wenn Champagner gibt, schreit Chris. Du sag mal, du wärst auf fast in den Dschungel gekommen, jetzt bist du im Zirkus, wo ist denn der Unterschied? Ach, ich glaube, hier gibt es weniger Schlangen, hier gibt es mehr Löwen. Also ich bin mir sicher, dass hier auch ganz viele Schlangen gibt. Ja, aber ich nehme lieber die heißen Löwen. Sag mal, warum kommst du extra nach Regensburg auf die Candylicious? Naja, die Candylicious hat so einen guten Ruf in ganz Bayern, da dachte ich, muss ich mir das mal genauer anschauen. Und wird sie ihrem Ruf gerecht? Ja, also bis jetzt schon. Hast du ein paar heiße Schnittchen gesehen? Naja, die Nacht ist noch jung, würde ich sagen. Also ich bin der Meinung, wir müssen für Chris noch auf Schnittchenjagd gehen, oder? Ja, so ein wenig. Dann machen wir uns mal auf die Suche. In Regensburg. Hat dir gefallen? Also Daumen hoch. Oder noch viel besser. Hier draufklicken und abonnieren. Und hier habe ich ein Video, was dir fallen könnte. Also einfach mal draufklicken. Wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge von Monaco Deluxe.